Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute will ich euch mal den Spider-Beam hier vorstellen, den ich aufgebaut habe. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Beim Funk ist es ja so, dass immer wieder gesagt wird, die Antenne ist der beste Verstärker. Viele hören das, kaufen sich dann aber trotzdem eine PA und noch einen Verstärker und noch einen Verstärker. Und wenn möglich mit viel, ja, mit viel Leistung. Ne? Bis 1 Kilowatt, 2 Kilowatt erlaubt ist das manchmal nicht. Aber in anderen Ländern geht das ja. Aber in Deutschland gibt es halt auch eine Obergrenze. So ein Verstärker verstärkt natürlich auch die schlechten Eigenschaften des Funksignals. Das heißt, das, was da reinkommt, das kann natürlich hinten aus dem Verstärker nicht besser rauskommen. Hören kann ich mit einem Verstärker sowieso nicht besser, logischerweise. Es ist ja nur die Verstärkung meines Sendesignals gewollt oder gewünscht an dieser Stelle. Wenn ich aber besser hören will und mein Signal verbessern will, ohne einen Verstärker, ohne eine PA, dann muss ich an der Antenne arbeiten, denn die bringt doch wahrscheinlich die besten Ergebnisse. Ich selber habe das auch eine Zeit lang nicht so für voll genommen. Erst seitdem ich den verschiedene Antennen ausprobiert habe in letzter Zeit, ist mir bewusst geworden, dass die Antenne doch wirklich der bessere Verstärker ist und dass dort dann auch die normalen 100 Watt vom Funkgerät in vielen Fällen völlig ausreichend sind. Welche Antennen waren das in letzter Zeit, die ich jetzt herausgefischt habe für mich? Das ist einmal eine Vertical für 80 Meter, eine Lambda Viertel. Das heißt, die mache ich an einem 18-Meter-Mast fest. Das hat schon viel gebracht, muss ich sagen. Das funktioniert auch recht gut. Und da baue ich auch gleich eine 40-Meter-Antenne mit dran. Und das Ganze blende ich euch mal ein, von wem ich das habe. Und das ist ziemlich einfach aufzubauen, geht schnell. Man braucht ein ordentliches Radial-System. Also ein paar Drähte noch verlegen als HF-Erde und dann funktioniert das ganz gut. Natürlich komme ich da nicht viel weiter mit raus. Ich verstärke nicht das Signal in dem Sinne, sondern ich sorge erstmal dafür, dass ich gut hören und halbwegs gut senden kann. Aber eine richtige Verstärkung erfolgt nicht wirklich. Das Signal wird flacher abgestrahlt, dadurch komme ich weiter. Habe natürlich auch eine größere tote Zone. Bei einem Beam sieht das schon ganz anders aus. Dadurch verstärke ich das Signal, weil ich natürlich durch meinen Direktor und meinen Reflektor, wenn ich einen Drei-Element-Beam nehme, das Signal deutlich in eine Richtung verengen kann. Das heißt, die Leistung, die abgestrahlt wird von der Antenne, bleibt ja immer gleich. Aber ich kann die Strahlcharakteristik ändern. Und das mache ich mit einem Beam. Der strahlt dann halt nur in eine Richtung, in eine Vorzugsrichtung. Je nachdem, was für ein Beam man hat, wie der aufgebaut ist, wie hoch der aufgebaut ist. So, das ist eine ganz schlechte Verbindung nach Amerika auf 15 Meter. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich muss ohne Kopfhörer. Das ist sehr, sehr schwer, sonst hört ihr ja nichts. Delta Bravo 2, Mike Tango. Delta Bravo 2, Mike Tango. Number 2, 2, 2. Delta Bravo 2, Mike Tango. Roger, Roger, thank you, 59. Ihr habt gesehen, mit dem Spider-Beam und 100 Watt und meinem KX3 habe ich genau einen einzigen Anruf gebraucht, um durchzukommen. Da rufen ja viele andere Stationen auch. Ihr hört das nicht so sehr, weil die Station ist so leise. Und ich werde das gleich nochmal woanders probieren. Aber ich bin natürlich froh, mit dem ersten Anruf über den Teich gleich im Logbuch zu sein bei ihm. Und sowas freut man sich natürlich drüber. Aber der Beam muss natürlich erstmal gebaut werden. Und wenn ich auf einem 20-Meter-Band irgendwas reißen will, dann brauche ich also auch einen Beam, der auf beiden Seiten Lambda Viertel hat von einem Dipol, wenn man das so will. Auch wenn ich einen gefalteten nehmen würde. Hier nehme ich aber einen ungefalteten. Das heißt, ich brauche bei 20 Meter 5 Meter auf der einen Seite und 5 Meter auf der anderen Seite. Und das ist natürlich ein Problem. Also brauche ich eine große Antenne, die mindestens 10 Meter groß ist im Quadrat, wenn ich das Ding bauen will. Und da hat sich Spider-Beam ja schon vor vielen, vielen Jahren was einfallen lassen. Und die Antenne von Spider-Beam vom
im Band 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter. Die will ich heute mal ganz kurz vorstellen. Die gibt es natürlich auch noch in anderen Kombinationen mit den Wagbändern und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Menge und auch vergrößerte Versionen, sogar bis 30 Meter. Das ist dann aber schon ein ganz schöner Hoshi. Bei Spider-Wing gibt es verschiedene Versionen. Das heißt einmal die Portable-Version, die ich habe, weil ich will das Ding ja portabel aufbauen. Und es gibt so die sogenannte HD-Heavy-Duty-Version, die dann ein bisschen stabiler ist, weil da wurden dann Schellen verwendet und ein paar Sachen, die sind ein bisschen haltbarer auf Dauer. Und dann kann ich den Spider-Beam auch auf längere Sicht aufbauen und der hält dann auch ein bisschen länger. Für die Portabelzwecke ist das aber nicht gut, weil der wird dann auch schwerer logischerweise und ich muss das Ding ja irgendwie nach oben kriegen. Und es reicht schon, wenn ich die 6 Kilo hier ungefähr hochbringen muss, da brauche ich schon einen vernünftigen Mast. Und genau das ist das zweite Problem bei so einer Antenne. Ich brauche einen Aluminiummast, der das Ganze tragen kann und da kann ich nicht irgendwas Kleines nehmen. Dann kriege ich das da oben nicht gehalten. Außerdem brauche ich einen bestimmten Mastdurchmesser. Ich glaube, das kleinste sind 30 mm da oben, sodass ich zum Beispiel meinen vorhandenen Mast, den ich habe, gar nicht voll ausfahren kann. Das ist eigentlich ein 12-Meter-Mast. Aber ich habe den hier, ich glaube, auf 7,50 Meter, weil die Mastrohre oben einfach zu dünn sind. Ne? Da kann ich das vergessen, da kriege ich das nicht mehr fest. Deswegen muss man gleich von Anfang an da einen richtigen Mast zu kaufen. Natürlich braucht man auch ein Maststativ, damit man das Ganze irgendwie erstmal fixieren kann unten und muss dann auch dafür sorgen, dass das ein bisschen frühzeitig abgespannt wird, wenn man das Ganze hochbringt bei Wind. Ne? Beim Aufbauen hier habe ich sehr starken Wind gehabt. Das hat ganz schön gepfiffen hier, weil ich an der Ostsee bin. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, wie man vorgeht. Ne? Man könnte zum Beispiel das untere Element und das nächste Element schon mal ausziehen, dann braucht man aber eine Leiter. Dann könnte ich die beiden unteren Elemente ausziehen und könnte das am zweiten Element schon mal abspannen. Dann hat der einen ziemlich sicheren Halt. Wenn ich ordentliche Heringe verwende, das ist das nächste Problem. Ich brauche natürlich vernünftige Heringe und zwar nicht so eine Spielzeugheringe, sondern richtige Heringe. Ich benutze, glaube ich, 30 cm Heringe von der Bundeswehr. Die sind dafür super geeignet und halten auch bei Sturm den Spider-Beam da oben. Das habe ich schon oft mit anderen Antennen ausprobiert. Da geht eigentlich nichts drüber. Natürlich muss man den Spider-Beam beim ersten Mal erstmal zusammenschnippeln und aufbauen. Und den ganzen Aufwand habe ich ehrlich gesagt unterschätzt. Ich habe volle 2 Tage gebraucht, um alles anzufertigen. Das heißt, diese ganzen Drähte müssen alle ziemlich genau zugeschnitten werden. Und da reicht es nicht, wenn man einen Zollstock nimmt oder einen Gliedermessstab oder Maßstab und das aneinander reiht, dann entstehen so viele Fehler zusätzlich, dass man das vergessen kann. Ich habe das Glück, dass ich in meiner Wohnung eine gerade Strecke habe, die 10 Meter lang ist. Man braucht, glaube ich, 10,34 Meter oder so, um das ausmessen zu können. Und ich nehme dafür einfach einen Leica Disto X310, der ist auf 1 mm genau. Das Abmessen dauert also sehr lang. Man muss natürlich auch die ganzen anderen Schnüre abmessen, die es an dem Ding gibt, nämlich die Spannschnüre. Das heißt, ich habe immer einen Draht und rechts und links habe ich eine Spannschnur. Die muss jetzt nicht so genau sein, aber so, dass es nachher auch noch passt. Und das Problem dabei ist natürlich, dass ich das Ganze vor Ort erst anpassen kann. Das heißt, man kann das zwar alles vorbereiten, muss dann aber noch 2 bis 3 Stunden die ersten Anpassarbeiten machen. So war das bei mir jedenfalls. Das heißt, man muss ordentlich viel Zeit einplanen, den Spider-Beam beim ersten Mal zu bauen und dann auch anzupassen. Im späteren Verlauf ist das nicht mehr notwendig. Da wird das einfach nur noch zusammengebaut und fertig ist die ganze Geschichte. Manch jemand soll das in einer Stunde schaffen. Ich glaube, ich brauche da wohl eher 1,5 Stunden oder 2 Stunden für. Also ich plane mal so 2 Stunden für einen Aufbau, dann funktioniert das auch. Und das Abbauen dauert natürlich auch ein bisschen lange, weil man muss das alles wieder ordentlich aufwickeln. Und die Zeit braucht man dann einfach. Also kann man das nicht mal für einen Nachmittag aufbauen. Das lohnt sich überhaupt nicht, sondern sollte das vielleicht in einem Camp, wo man funken will, beim Field Day über 2, 3 oder mehr Tage. Da funktioniert das natürlich hervorragend und ganz viele Leute benutzen solchen Aufbau ja auch auf die Expeditionen. Wenn ich so ein Funkwochenende mache und das geht länger als 2 Tage, dann kann ich den Spider-Beam aufbauen. Dann lohnt sich das richtig, weil die Ergebnisse sind extrem unterschiedlich.
Wenn man so eine Antenne aufbaut, dann empfehle ich, dass man das Standrohr, dass man das extra dazu kauft. Und da muss man gucken, es gibt bestimmte Antennen, wo das gemacht werden kann. Wenn man direkt bei Spiderbeam zum Beispiel eine Antenne oder ein Airmast bestellt dafür, das geht auch immer alles ziemlich fix, habe ich festgestellt. Ich werde übrigens nicht bezahlt dafür, ganz klar, keine Werbung, kein Sponsoring. Dann kann man sich ein extra Standrohr dazu kaufen, weil ich würde das fest installiert lassen. Das ist alles viel, viel besser, weil da muss auch das Klettband angeklebt werden und so. Und das ist, kann dann kein Provisorium mehr sein. Und ich kann dann natürlich dieses Standrohr einfach auf die Antenne draufstecken oben, einmal festschrauben und dann ist das Ding fertig und es bleiben zwei Sachen. Also der Mast bleibt eine funktionsfähige Einheit für andere Dinge und das Spiderbeam mit diesem Mittelstandrohr, das nehme ich dann halt zusätzlich mit, das fällt dann auch nicht auf. Das ist das, was ich empfehlen würde. Dann kann man den entsprechenden Mast dazu kaufen und dann kann man den auf entweder 7 Meter, 10 Meter oder 12 Meter oder 15 Meter Höhe wirklich bringen, diese Antenne. Ne? Und man muss immer aufpassen, wenn man es alleine aufbaut, damit man das bei Wind nicht umschmeißt. Was ist noch zu beachten? Die Stäbe, die Kunststoffstäbe müssen natürlich vorher auch beklebt werden mit dem mit diesem Flausch, damit man die Antennendrähte befestigen kann, was übrigens super gut funktioniert. Also es ist eine super Lösung, finde ich. Und für das Befestigen muss man natürlich das Kunststoffrohr vorher ein bisschen anschleifen, dann ein bisschen mit Isopropanol sauber machen, ganz klar. Und wenn man das da rumgelegt hat und so wie das in der Beschreibung steht, habe ich das auch gemacht. Also einfach den Kleber anrühren auf der Rückseite des Flausch. Funktioniert super, das ist ganz einfach. Da macht man zwei Pfennig große Kleckse drauf, aus dieser Doppelspritze, rührt das zusammen und dann ist da auch genug drauf. Braucht ja bloß ein dünner Film sein. Und dann klebt man das an und ich habe dann Paketklebeband genommen, habe das so angesetzt, einmal drum gewickelt und festgemacht. Dann kann man das noch ein bisschen hin und her verschieben und das bleibt dann auch in Form und klebt super an. Und nach einer halben Stunde kann man das abmachen und es ist dann alles wirklich perfekt aufgeklebt und hält dann auch. Also das hat alles super funktioniert. Diese kleinen Isolatoren, die es dazu gibt, die funktionieren auch super beim Aufbau. Man muss immer gucken, wie man das aufbaut und wie man das zusammenbaut. Man baut das ja in einer bestimmten Reihenfolge zusammen, die steht auch in der Anleitung beschrieben, sodass man einen Draht nach dem anderen da anbringt und das ordentlich funktioniert. Der mitgelieferte Balloon ist auch ein Bausatz, den muss man auch erstmal bauen. Was ich sehr gut fand, ist die Qualität der ganzen Teile. Auch das Gehäuse ist sehr gut von der Qualität, diese ganzen Teile dazu, die sind alle super, die haben alle Dichtungen, das ist alles von einer ordentlichen, wirklich ordentlichen Qualität, so wie ich das mag. Ich habe ja auch schon ein paar Ballone gebaut, aber so ein Bausatz, der ist jetzt vielleicht nicht ganz billig, ne? Die kann man ja auch extra kaufen, aber da ist auch wirklich ordentliches Zeug drin, ne? Das kann man bauen und dann hält das auch, dann ist es auch wasserdicht und man hat viele Jahre Freude an sowas. Beim Aufbau sollte man darauf achten, dass die Rohrstücken ganz klein bisschen nach oben gebogen sind. Das ist bei mir ja auch der Fall, so ein ganz klein bisschen. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass das Ganze so ein bisschen rechtwinklig ist genau und damit das nicht so ein in sich verdrehtes Gewölbe wird, hätte ich mal gesagt, dass das auch noch halbwegs im Winkel bleibt und nur nach oben gebogen ist. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Und dann darf man auch die Antennendrähte nicht zu stark spannen, vor allem die äußeren, dann biegen sich die inneren wieder durch. Also da muss man ein bisschen mit Gefühl vorgehen und sagen, okay, ein ganz kleiner Durchhang außen ist noch okay, wenn ich das jetzt weiter zusammenziehe. Dann ziehe ich die inneren wieder zusammen. Also man muss ein bisschen so einen Kompromiss finden, das geht auch, das ist überhaupt kein Problem und das funktioniert auch trotzdem alles. Das, was am wichtigsten ist, dass die Drähte exakt die Länge haben, weil sonst wird das Ding nicht resonant. Ich habe das aufgebaut, ich habe das ausgemessen dann nochmal in 2 Meter Höhe und das war schon okay. Und wenn man das weiter nach oben schiebt, dann verändert sich die Frequenz verschiebt sich noch ein ganz klein bisschen. Bei mir war das alles optimal. Ich wollte ja im SSB-Bereich vor allem arbeiten und für meine digitalen Modes reicht das immer noch aus. Also ob ich da nun ein SVR von 1:2 habe oder 1:1,5, vollkommen egal. Das funktioniert natürlich trotzdem alles genauso gut. Wichtig ist, dass man den Beam drehen kann. Das heißt, man braucht oben eine Abspannung, die drehbar gelagert ist. Das heißt, das muss so sein, dass ich den unten drehen kann. Deswegen braucht man auch ein Maststativ, wo man die Schrauben öffnen kann, damit das Ganze sich drehen lässt und dass man wieder zuschrauben kann, damit sich das nicht von alleine verdreht. Bei Wind, da wackelt der auch schon ordentlich hin und her.
um 10, manchmal 15 Grad oder 20 Grad, weil es so richtig da reinfegt. Und das ganze Ding wackelt auch ein bisschen. Aber die Abspannungen, wenn die halten, also wenn die gut genug sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Das hält alles und fällt dann auch nicht einfach um. So, es geht den Beam umstellen. Hier, da ist mein Kompass und jetzt muss ich auf 63 Grad stellen. Es regnet. So, umgestellt auf 63 Grad. Ich habe nur eine Abspannung oben jetzt dran auf diese Höhe, weil das ist ja jetzt nur hier noch nicht mal 8 Meter hoch. Das ist okay. Ich habe in der Mitte noch mal eine zusätzliche oder hier auf ungefähr 2 Meter Höhe noch mal eine zusätzliche einfach mit einem ganz normalen Spannband gemacht und da noch mal ein Abspannband reingehängt. Ein bisschen locker reingehängt. Das heißt, das Spannband wickelt man einfach öfter rum. Dann kann sich das nicht mehr wegbewegen und dann macht man trotzdem die letzte Schlaufe größer, dann kann man den Mast trotzdem bewegen und das bewegt sich da drinnen. Das habe ich nur gemacht, weil der Sturm aus dieser Richtung kam und der meiste Wind aus dieser Richtung kam, also Nordwest, und ich nicht wollte, dass das Ding eventuell umkippt und auf mein schönes Auto fällt, beziehungsweise auf das Haus, was dahinter steht, also das Ferienhaus. Das habe ich nur aus Nummer sicher gemacht. Ich glaube, das wäre nicht notwendig gewesen, aber naja, Gürtel- und Hosenträger halt. Wenn ich also das Ding drehen will, mache ich die Schrauben einfach auf, unten am Fuß und an der oberen Klemme. Und dann drehe ich den einfach per Hand. Das reicht völlig aus. Ich müsste mir ein paar Punkte suchen, wo ich weiß, wie die Gradzahlen sind. Ich nehme einfach mal meinen Telefonkompass, der ist genau genug, und stelle mich daneben und sage, okay, da ist Amerika und da ist Japan und da unten ist was anderes. Das heißt, da wo ihr hin wollt, da müsst ihr das Ding hindrehen. Dafür gibt es eine Beamkarte. Und ansonsten im Spot stehen auch normalerweise die Werte, die Winkelwerte, die ihr einstellen müsst, bei bestimmten Stationen schon mal dran. Also bei meinem Programm, ich nehme ja mal Rumlock, habe ich damit bessere DX-Verbindungen. Ich muss sagen, auf jeden Fall, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu einfachen Antennen wie ein Dipol oder auch einer Vertical. Und ich bin damit super zufrieden und kann das Ganze nur empfehlen. Das Einzige, der Aufbau und der Abbau, das muss man halt akzeptieren. So, die Station ist sehr leise zu hören. Man hört, dass andere Stationen sehr laut sind. Delta Bravo 2, Mike Tango. Delta Bravo 2, Mexico Tango, is correct? Is correct, Roger, 59. Ich glaube, er hatte mich beim ersten Mal schon gehört, aber ich hatte das nicht verstanden, weil ich hier über diesen Lautsprecher das gerade mache. Und das mache ich normalerweise nicht. Das ist mein Auto-Lautsprecher. Und ich habe ja normalerweise hier kleine Kopfhörer auf, die sind deutlich besser als ein aller Lautsprecher. Und da höre ich auch deutlich besser. Aber dann kann ich das Ganze hier natürlich euch nicht zeigen. Und deswegen habe ich das über Lautsprecher gemacht. Ja, es funktioniert. Ich bin jetzt bis auf das erste Mal, wo ich den versucht habe, mal gleich sofort reingekommen in die Loks. Und das freut mich natürlich. Ich gucke mal, ob ich hier bei Parks on the Air noch was finde und werde mal was rufen. Ja, ich freue mich auf weitere DX-Verbindungen mit dem Spider-Beam und werde den wohl öfter einsetzen und auch mal öfter ein längeres Funkwochenende einlegen, weil dann lohnt sich das auch richtig. Und ja, ich kann zu Hause keine vernünftige Antenne aufbauen und habe auch viele Störungen bis S9. Und das habe ich hier draußen natürlich in der Natur nicht. Hier kann ich auch leise Signale hören und das ist einfach hervorragend. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.